Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed. Carbon. So, ich glaube, ich wechsle das sich doch nochmal gerade durch. Willst du noch eine Runde scouten, meine Liebe? Dann schauen wir mal, was wir hier noch reißen können. So, und direkt zieht's immer los. Gut. Ja, ja. Bin schon dran. Danke. Das ist einfach viel zu knapp. Das ist nicht so gut zu regeln hier. Die da? Okay. Diesmal sehe ich es wenigstens. Das habe ich auch nicht vor. Du ballerst schon mal vor, ist in Ordnung. Jetzt nicht mehr. Wie gesagt, solange wir das alles ziehen, fahr bitte. Ja, du musst fahren. Jetzt haben sie die schon. Durchfahren, danke. Meinst du mich oder die Polizei? Naja, ich weiß ja nicht. Hätte ich deswegen jetzt verloren, mein Lieben? Polizisten? Dann wäre das alles hier ein wenig ausgeartet, glaube ich. So, danke. So, dann verziehen wir uns. Ich glaube, wir brauchen aber echt einen neuen Lambo, würde ich fast sagen. Müssen wir gucken, was jetzt hier die besten Werte hat. Aber ich glaube, 200.000 sollten wir uns schon schnappen vorher. Geldmäßig. Niveau 1, erbitte schnellstmöglich Lagebericht. Er macht keine Anstalten anzuhalten. Entscheiden, wie wir vorgehen. Wieso ist denn das da konkreter Dings? Nein, jetzt bin ich nicht ganz schnell gerast. Du bist ein bisschen zu früh. Gut, das könnte es aber reichen. In Richtung Norden. Einsatzleitung, er bittet umgehend die Sperrung des Sektors. Der Verdächtige muss sich irgendwo versteckt haben. Einheiten bleiben bis auf weiteres auf Kurs 6. Ach, diese Scheißkarre. Fahr bitte andersrum. Danke. Hält das irgendjemand auf? Glaube nicht. Gut, aber hier ist jetzt erstmal Platz und wir können uns dann hier verstecken. Sehr schön. Bestätige Zentrale. Hier Charlie 15 mit weiteren 4 Einheiten. Wir sperren den Bereich nordöstlich seiner letzten Position. Alles klar. Da haben wir die Sperre noch gesehen. Das war das dann soweit. Okay. Das haben wir. Jetzt haben wir noch einen Rundkurs in Radarfalle. Na, machen wir erstmal Radarfalle. Mal schauen, was das so wird. Ich bin so weit.
Ja, hoffen wir das Beste. Nicht block bitte, danke. So, dann fahren wir hier mal lang. Vielleicht weniger Bäume rammen. So, ich denke, das hat gepasst. Ja, danke, guter Hinweis. Jo, folge dir. Und das. Jo, nehmen wir uns doch mal den Wagen. Bitte weg, danke. Ja, enge Kurve. Na, viel Vorsprung haben wir leider nicht. Ja. Es geht einfacher, wenn mir keine Autos in den Weg fahren. Oh. Hör auf zu blocken. Gut, aber das sollte gereicht haben. Die Cops sind bessere Gegner als diese Typen. Yo. Aha. Yes, sir. Turn everything up tomorrow. So. Könnten wir uns den Crosswagen noch holen? Wie gesagt, ist ja eh alles freigeschaltet. Rundkurs. Das können wir jetzt ja mal komplett übernehmen. Irgendwie werden jetzt immer Bossrennen noch reingemischt. Okay. Ich denke, beim normalen Rundkurs sollte das ja gehen. Da habe ich ja Unterstützung dabei. So. Ja, ich bräuchte jetzt mal hier ein bisschen mehr freie Fahrt. Und Abkürzung, ja. Okay, danke. Ist schon okay. Ja. Schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. So, jetzt kommen hier mal die Ansagen einigermaßen rechtzeitig. So lobe ich mir das. Mhm. Alles in Ordnung, mach einfach weiter. Jo, wir haben es halt eigentlich hinter uns. Sorry, war jetzt nicht so offensichtlich mit der Gasse. Na gut, solange du in Führung bist, das ist in Ordnung. Schneller fahren, schneller fahren, schneller fahren. So. Haben wir hier hochgefriebeln wieder? Und Polizei.
Da werden wir es halt ein bisschen öfter mit arbeiten müssen, glaube ich. Ach was? Das sieht nur so aus. Es gibt viele Autos, die genauso aussehen. Sie sind aber schon in der zweiten Runde, habe ich einen mitgekriegt. So, genau. Kann sein, dass Yumi da nicht so ganz zufrieden mit dem Wagen ist, weil es halt eben kein Tunerwagen ist. Jetzt tue ich es lieber, wenn ich einen Tunerwagen fahre, aber ich glaube, die sind halt doch was besser, die Dinger hier. Ja, solange einer von uns gewinnt, sollte das reichen. Aber ich glaube, das kriegen wir auch hin. Jo, hol den Sieg, meine Liebe. Sehr schön. Okay, das hätten wir. Und jetzt schütteln wir uns die Schwarz-Weißen ab. Jetzt kriegst du die Gestreiften? Meldung an alle Einheiten. Die Einsatzleitung hat die Alarmstufe auf 3 erhöht. Überall Polizei. Er macht eine Vorbremsung. Pass auf, vielleicht kommt ein Schleudern. Na, erstmal kommt er hier weg. Da war echt viel los hier. Aha. Bravo 2-6. Bitte schnellstmöglich Lagebericht. Okay, das könnte jetzt etwas länger dauern. Ist nicht ganz gereicht, daran vorbeizukommen. Der Kerl ist gerade in die Raffinerie gerast. Okay, geht ran und tut alles, was nötig ist. Haltet euch bereit für 1059. Okay. Ich glaube, das hat jetzt ein bisschen was aufgehalten. Hui. Ah, alles klar, hier können wir uns verstecken, dann alle haben wir es, glaube ich. Auf dem Weg zur Verfolgung. Zuletzt wurde der Verdächtige gesehen in westlicher Richtung. Der Einsatz bleibt auf Code 3. Sektor wird abgesperrt. Bitte auf TAC 2 umschalten. Zielpositionen werden über das GPS zugewiesen. Dankeschön. So, damit haben wir ja alles. Sehr gut. Weiter geht's mit Sprintkontrollpunkt oder Rundkurs. Nehmen wir einen Sprint. Nachgucke ich meinem Autohändler wegen Autos, würde ich sagen. Sieh dir doch mal diese armseligen Kisten an. So, ich könnte überlegen, ob ich vielleicht für die Dings, die Canyon-Rennen, den Wagen auf Handling und Geschwindigkeit tune. Ja, die Ansage kam zu spät. Sogar ich hab's zu spät gesehen. Ja, das läuft aber nicht gut hier. Ich glaube, es gibt noch eine Menge Abkürzungen. Ein ziemlichen. Oh gut, ist nicht mehr. Hängen ziemlich hinten dran. Jo. Danke. Das läuft jetzt schon etwas besser. Fuck. Ja, scheiße, zu spät.
ist noch ein bisschen was. Ich war, will sie mit überholen aus seiner Dings. Eine Abkürzung. Ansonsten ist es mit der Polizei doch so ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ach, schwarz-weiß, nicht gestreift. Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, deiner auch. Aha. Doppelt weggecheckt. Was ist es noch? Nicht mehr leid. Okay. Dann nehmen wir uns mal den Sieg mit. Danke. Alter! Paul. Setz mich doch bitte direkt fest hier. So, was haltet ihr denn davon, wenn wir das hier mal wegpacken? Und da kommt gerade ein Anruf rein. So, dann fahren wir nochmal weg. Ich sehe wirklich einen Totalschaden. Meldung der Einsatzleitung. Wir sind jetzt auf Alarmstufe 4. Ja, das ist nicht gut. Ach nö. Ach nö. Ich muss raus. Danke. Nee, dann gehe ich da bitte vorbei. Danke. Tick. Hallöchen. Nein. Fahr. Ja, ich fahr vor und zurück. Nein. Alter Fille, ey, das ist doch gerade. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen was tun, dass wir hier. Kontrolle hier wegkriegen. Brichst dir wieder zu sehr aus, du Wagen, du. Unterstützungseinheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Das Objekt wurde zuletzt gesehen in Richtung Westen. Okay, also langsam werden die dann doch nervig, die Polizisten. Muss ich sagen. Bisher war es kein Problem. Jetzt haben wir, glaube ich, eine Phase erreicht, wo wir dann doch gucken sollten, dass wir. Nicht, dass den Wagen loswerden. Obwohl, wenn wir eh einen neuen holen. Ich glaube, das war halt auch nicht billig, das hier runter zu schaffen. Von der Stufe. Mal gucken. Na gut, ich glaube, bis wir da sind, haben wir es eher erledigt. Die Ausfahrt noch verpasst. Das war jetzt nicht so angenehm.
So, Territorium auch noch. Na super. Was verlieren das mir ab? Ich glaube, das hat ja eh keinen Auswirkungen. Ich hoffe, das liegt auch an der Mod. Oder glaube auch, dass. Dann hätte ich gerne jetzt einen Autohändler. Dann schauen wir nämlich da nochmal kurz drüber. Gucken wir uns Mercedes. Ich glaube, der ist sich am besten. Ja. Ist halt auch ordentlich teuer. Ja, ich glaube, dann wird es ein Mercedes. So, für einen Tuning haben wir auch noch Zeit, oder wir machen es einfach... Gucken, dann müssen wir mit dem Lamborghini noch ein bisschen mehr. Wir müssen es halt noch ein paar Rennen gewinnen. Aber ich denke, dafür sollte der Lambo noch ausreichen. Ich hoffe mal, dass du es dann in den Canyons reißt. Mein Lieber. Gut, aber das soll es dann mal gewesen sein für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.